Naja, bevor wir das tun, tun wir uns erstmal umgucken. Es sieht so ähnlich aus wie der Raum, wo auch Harry Potter drin war, ne? Das war ja auch, glaube ich, hier so in so einem Rundkreis hier drin. Grün ist jetzt nicht so meine Farbe. Ich meine, rot, so rot-orange wäre geiler gewesen, aber es sieht schon geil aus. Wahnsinn. So viel Liebe zum Detail. Echt toll gemacht. Wahnsinn. Vor allem das kleine Feuer da in der Mitte, ne? So als Wärmequelle. Ja, ich weiß, dass der Harry noch gar nicht lebt, aber trotzdem. Ich meine, das Gebäude ist ja schon wesentlich älter. Na, okay. Schauen wir mal, wie der Gemeinschaftsraum aussieht. Okay, er macht das einfach auf. Oh. Ach was, das sind mehrere Schlafräume hier. Sind die alle gleich aufgebaut? Oh ja. Okay. Und das... Ah, I see. Alles so in dem Kreis. Okay, das macht Sinn. Oh, das ist ja so ein Part, was man im Film halt nicht sieht, ne? Aber so macht das einfach viel mehr Sinn. Ach, krass. Ich kann Klavier spielen. Nee, nicht im Ernst. Ich weiß nicht, ob jemand diesen Aufgang kennt, aber der erinnert mich sehr an die Titanic, ne? Wobei, da glaube ich, war zum Ende hin ein bisschen geschwungen nach hinten hin. Aber ähnlicher Aufgang von der Titanic. Oh, voll schöne Musik. Stück mal her. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Vielleicht nicht vor der ganzen Gruppe. Ich bin jetzt nicht so der Typ für Vorstände. Ich bin zu im Boden versinken, wenn die Leute über mich reden. Hallo? Kann ich dir helfen? Nein? Ah, du bist neu in der fünften. Ich bin Sebastian Sallow. Willkommen bei Slytherin. Vielen Dank. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Fig, der zufällig dabei war. Trotzdem, beeindruckend. Wirklich übel, der Arme. Schön, dass es dir und Fig gut geht. Es war aufregend. Natürlich war es grauenvoll. Aber doch auch ein Erlebnis. Interessante Betrachtungsweise. Wie seid ihr entkommen? Wenn ich ehrlich bin, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erstmal. Wir können später reden. Hab mich gefreut. Hat mich gefreut, Sebastian. Ich lasse dich mal weiterlesen. Hat mich aber auch schön, gefreut. Dass du viel Glück heute. Was ein Zufall, dass der auch Sebastian heißt. Mir kenne ich schon drei da. Was machst du? Würde ich an deiner Stelle nicht tun. Oh, schönes Schachbrett. Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier. Oh, das kennen wir doch von irgendwo her. Ich hab dich gewarnt. Oh, sie machen sogar das Gleiche. Nice. War klar. Oh. Hätte auf mich hören sollen. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist der neue Slytherin, der gestern mit Professor Fig reingestürmt ist. Interessante Taktik für den ersten Tag, die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Fig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Moment mal, woher warst du von dem Drachen? Von dem haben wir überhaupt nicht geredet. Ja, wir haben es auch so geschafft. Wir haben es auch so geschafft. Und ich glaube, du unterschätzt Drachen.
Ein Besen wäre Zunder gewesen. Ha, nicht bei meiner Flugtechnik. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Ja, das ist schön. Du bist jetzt schon mal auf der Blacklist. Auf bald. Wiedersehen, glaub, Imelda. Hat mich mit dir würde ich nicht allzu viel reden. Okay. Ominis Gaunt. Moment mal. Wir sind hier unter Wasser? Okay. Moment mal, war das jemals im Film zu sehen, dass Slytherin da unter Wasser ist? Ganz großes Fragezeichen. Echt jetzt? Ich meine, das sieht schön aus, aber das... Hä? Was? Okay. Na gut, reden wir mit ihm hier mal. Ich glaube, ich habe was gehört. Nixen interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl der neue Fünftklässler. Ich bin Ominous. Ominous Gaunt. Hat mich gefreut, Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Denkwürdig, eh beängstigend. Ich lege gerne einen guten Auftritt hin. Ich finde beide schlecht. Letzteres ist zu viel Ego. Ich gebe mit ersterem. Ich wäre lieber pünktlich und ohne einen Drachenangriff angekommen. Das ja. Glaube ich. Furchtbar. Ich kann es mir vorstellen. Also schön, dich in Slytherin zu haben. Lass mich wissen, ob ich dir in den ersten Tagen hier behilflich sein kann. Doch ein öfter Nixon vor dem Gemeinschaftsraum auf. Dachtest du das? Machen wir mal das da. Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. Meine Familie väterlicherseits stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Einem der vier Gründer von Hogwarts. Darauf bin ich wohlgemerkt nicht sonderlich stolz. Er war besessen von seinem Blutstatus. Ein Reinblutfanatiker. Leider sind die meisten seiner Nachkommen von einem ähnlichen Schlag. Na, machen wir das. Meinte dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Ja, aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklässler halten bekanntlich stundenlang Ausschau. Na gut, hat mich gefreut. Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Er schaut mir auch nicht in die Augen. Ist der Neuzugang aus der 5. Klasse hier? Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Ja, einen Moment. Doch, also... Echt schöne Gestaltung. Also... Plus 1 für die Kreativität. Ich meine, die ganzen Details an den Wänden. Reveal. Wahnsinn. Okay, einen Moment, ich bin gleich wieder bei euch. Mal ganz kurz räuspern müssen. So. Ich meine auch das, ne? Das ist so ein Nebensaal, dieser Brunnen. Okay, ich habe einen Bug gefunden, aber trotzdem. Es sieht einfach echt schön aus. Wahnsinn, ich glaube, das ist das schönste Harry Potter Spiel überhaupt mit der besten Umsetzung von Hogwarts. Wahnsinn. Das ist wirklich... War das ich? Warte mal. Nee, echt jetzt? Okay. Ich kann Sachen umschmeißen. Okay, alles klar. Tollpatschigkeit wird belohnt. Oh, krass. Was darf man so ein Artwork, ne? Das muss ja auch irgendjemand mal zeichnen.
Wahnsinn. Hallo. Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Hier lang. Oh, okay. Ja, dann. Moment mal. Was ist? Als Schülerin hätte ich wirklich Hausruhe F spazieren. Okay, das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Ja. Okay. Was? Kleiner Tipp. Alles genau anschauen und erkunden. Das motiviert mich, zurückzugehen. Rebellion. Ah, was ist das? Kann ich was machen? Da brauche ich irgendwie so ein Feuerding. Rebellion. Ich glaube, ich bin da noch zu früh. Kommt nach der Kuh. Protego. Und bis später nochmal. Ich gehe erstmal hier noch. Moment. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Ist das cool? Ich möchte auch so eine Tür haben. Das ist hier mal mega geil. Wäre noch viel geiler, wenn das irgendwie mit Löwen wäre. Aber geil. Sehr geil. Mega nice. Auch schön gemacht. Bin doch da. Ah, wieder so eine Truhe. Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Statue. Mal sehen, was das Handbuch darüber weiß. Das habe ich gerade diesen Moment gemacht. Ah, Handbuchseite. Diese Statue stellt den Kelpie dar. Einer in Irland und Großbritannien beheimateten Wasserdämon, der unterschiedliche Gestalten annehmen kann. Gewöhnlich die eines langmähnigen Pferdes. Der größte Kelpie, der von dem je berichtet wurde, ist das Ungeheuer von Loch. Ja, ist klar. Loch Ness, ist klar. Ist klar, ist klar. Du hast eine Handbuch-Herausforderung freigeschaltet. Dein Fortschritt beim Absolvieren der Herausforderung wird hier angezeigt. Okay. Handbuch-Herausforderung ist die einzige Möglichkeit, um Erfahrungspunkte oder EP zu sammeln. Ach nö. Moment. Was ist deine Zauberstufe, die durch Herausforderungen verdienten EP höhen deine Stufe in deiner Macht? Dein Handbuch verfolgt deine aktuellen Herausforderungsfortschrift. Okay.
Moment mal, kann ich... Ah, ich kann was klicken. Okay. Handbuchseiten, Erkundungen, Aufträge, Kampf. Ach, und da gibt es dann auch noch Ränge hier. Und ich muss das auch noch einfordern. Okay. Rebellion. Also eher spammen, okay. Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Ah, und jetzt weiß ich, was damit gemeint ist, dass ich mich von den Personen nicht so weit entfernen darf. Okay. Jetzt macht das Ganze langsam Sinn. Holy shit. Hogwarts. Nach wie vor geil aus. Hogwarts Legacy wird echt geil. Wieder so ein Feuerding. Ha, das kommt gerade recht. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Also, oh, mit M, okay. Oh. Okay. Große Moment mal, kann ich mich da irgendwie rumbewegen? Oh, warum kann ich die Kamera nicht schwenken in der Ansicht? Die große Treppe. Ah, in dieser Ansicht kannst du die Fohflammen sehen, die in der Region verfügbar sind. Grüne, was du entdeckt hast. Graue mit Unentdeckten. Naja, das macht Sinn. Auf der rechten Seite der Karte findest du interessante arkadische Einrichtungen. Bibliotheksanbau. Wo ist das? Ach, da. Professor Weasley hat für dich die... Ah. Ach doch, ich kann doch drehen. Ja, Gott sei Dank. Okay, und dann mit Leertaste auswählen, oder? Okay, das ist Gewöhnungssache. Aber das motiviert, dass man wirklich das ganze Schloss erkundet. Dass man entsprechend die Punkte hat für die Schnellreise. Aber könnte ich auch einfach so hingehen? Denk mal schon, oder? Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Ganz ehrlich, ich würde gerne... Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Also ich würde unglaublich gerne einfach mal Hogwarts zu Fuß erkunden. Ich meine, jeder Meter sieht einfach Hammer aus. Wow. Hier also ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Also an die Label-Designer. Wow. Das ach Mann! Erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Ich möchte erstmal das Schloss angucken. Erzähl mir mal was. Ich kenne die Antworten dazu schon. Das kenne ich auch schon. Ach, was soll's. Erzähl mal. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer.
Okay, ich weiß, die Musik war gerade grauenhaft, aber wahrscheinlich habt ihr gerade nicht gekriegt für den kleinen Zwischennotfall. Weiter geht's. Was ist die Verteidigung gegen die dunklen Künste? Bitte einmal klicken. Dankeschön. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Keine Zahnbremsung heute, ja? Okay, ja, ich würde sagen, danke. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Ja, wenn Sie wüssten. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Figg hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Figg. Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja. Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun, ich wäre gerne mit der Dampflok fahren. Plaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Ist das was Gutes? Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und okay. Dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Alles klar. Ja, dann erzählen wir doch über die Karte. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Ja, vielleicht. Sie hat mich überrumpelt. Aber mehr habe ich ihr nicht über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir etwas verbergen. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexen und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Okay. M-Karte öffnen. Das macht irgendwie Sinn. Dieses Symbol zeigt die Hauptaufträge an. Das sind die Hauptaufträge, bringt die Geschichte voran. Okay, ja, macht Sinn. Einige Aufträge sind durch Zauberspruch und/oder Stufenanforderungen gesperrt.
In diesen Fällen musst du die erforderliche Stufe und so weiter erreichen. Ja, macht auch Sinn. Neue Zaubersprüche können durch Erledigen von Aufgaben von den Professoren oder Auftragsbedingungen erworben werden. Okay, soweit klar. Befolge einen Auftrag. Wir haben da zwei. Unterrichtsstunde Verteidigung gegen die dunklen Künste oder Unterrichtsstunde Zauberkunst. Neuz, was soll man machen? Zauberkunst oder Verteidigung gegen die dunklen Künste? Ich meine ja für Erstes. Also, das stimmt out. Zauberkunst oder dunkle Künste? Da kriegen wir Levioso und der Accio. Oder Accio, bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht. Zauber, sagt der Mr. Flug. Na, kriegen wir noch eine Gegenstimme oder Zusatzstimme? Ich lock mal das hier ein. Fürs Erste. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, Moment, wenn ich mal mehr über alt ist denn der mittlerweile? Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Okay. Willkommen in Hogwarts. Was haben wir da? Kompass. Ich gehe mal... Was bist du? Oh, was übersehe ich? Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo, ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Ich glaube, da bin ich schon gespoilert worden. Mir, falls du über etwas... War das zufälligerweise hier unten? Das habe ich per se immer im Trailer gesehen. Nee, so einfach war's. Aber ich weiß, dass das für eine Lösung ist. Irgendwo bei der Treppe runter. Warte mal, ich glaube, das war mit R. Hat man dann so einen Schmetterling gesehen? Den man dann mitnehmen konnte. Schloss auf Stufe 1. Geh an das Bild ran. Was bist du? Oh. Okay. Alles klar. Das Leben in den Körpern scheint ziemlich... Wow, jetzt hast du mich gespoilert. ja. Los. Oder ist es vielleicht hier unten? Da fliegt eine Seite rum. Einfach mal so. Sammeln. Handbuchseite. Statue von Gregor der Kriecher. Okay. Aber irgendwo ist noch... Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Ja, hallo? Lumos. Revelio. Wo
Wo ist dieser komische Schmetterling da? Was? Fangen? Nächste Mal schreibe ich meine. Wie seid ihr fangen? Wie denn? Komm, seid ihr. Seid ihr, komm her. Komm, gehst du her. Okay, ist weg. Aber irgendwo war dieser komische Schmetterling da. Rebellion. Okay, da brauche ich die Kombi. Ich dachte, das wäre hier irgendwo gewesen. Geh nochmal in das leere Bild. Rebellion. Was sie gerade das Fangen bekommst du noch. Okay. Lumos. Das muss ein Hinweis sein. Ah. Dass er in der Nähe ist. Ist das hier? Sieht aus wie der Ort ja, auf dem Gemälde. Da. Was ist so besonders daran? Ja, er hier. Wie bekomme ich ihn hier? Lumos. Zurück ah. In den Arm, kleine Motte. Okay. Nice. Na, komm, geh hin. Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Nice. Wo ist sie? Ach, da oben. Und danke da an GameStar, weil in deren Video habe ich das gesehen. sag ich nicht. Das kann ich dir leider nicht sagen, Lenora. Du machst wohl Witze. Nö. Du hättest selbst darauf kommen sollen. Ganz schön frech. Vor allem, weil ich diejenige bin, die dir überhaupt erst davon erzählt hat. Ja, musst du mal GameStar gucken. Du löst also ein Rätsel, das ich erwähnt habe und verrätst mir nicht die Antwort. Okay. Machen wir kurz ernsthafte Sachen. Wie gesagt, wir machen die normale Zauberkunst. Auftrag verfolgen. Dann müssen wir hier rauf. Warte, warte, leuchtet. Achso, das ist er, was hier spielt. Okay. Hier lang? Kann ich da durch? Lumos. Ich kann da doch durch. Okay. Also. Okay. Ich will nichts sagen, aber Hogwarts ist echt groß. Lumos. Dumme Verteidigung gegen die. Da wollte ich eigentlich nicht initial hin, aber krass. Die ganze Architektur hier. Wer spielt da Musik? Wie geil ist das denn? Okay. Und der D-Match ist drin, alles klar. Das sieht auch geil aus. Rebellion. Okay. Alter, wow!
Wie viele Stunden muss man daran gearbeitet haben, damit man das hier so machen kann? Das ist Wahnsinn. Diese Liebe zum Detail. Wow. Ich meine, stellt euch mal vor, wie krass das wäre, das mit einer VR-Brille zu sehen und das dann mit einer guten Auflösung. Das wäre ja der Oberwahnsinn. Krass. Also ich könnte mir stundenlang die Architektur hier ansehen. Wahnsinn. Wirklich krass. Hammer. Vor allem, es hört dann einfach nicht mehr auf. Also, in jeder Ecke sieht man... Ich meine, auch das da, diese Büste da, einfach bei dem Treppenaufgang. Irre. Wow, also wirklich... Wow. Auftrag F, anfangen. Was für ein Auftrag? Ach, das sind die dunklen Künste. Okay. Ist das alles? Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wilderer-Ring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poet? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun... Üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Ah, das ist... Okay, alles klar. Ja, dann machen wir mal. Das war einfach. Nachdem man weiß, wie es funktioniert, ne? Probieren wir etwas Größeres. Warum bin ich der Erste? Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken okay. Levioso. Gut. Gut gemacht. Ah, I Levioso. See. Okay. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich... So, da ist unterm Strich... Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Ah, Stun und Schützen. Alles klar. Das ist ein Kinderspiel. Protego! Levioso, das erschwert die Dinge. Naja, okay. Sag dir einfach, ich lerne schnell. Levioso, Protego! Levioso. Ein schönes Duell weiß ich zu schätzen. Und mit Cooltown. Ja, das ist nicht allzu schwer. Soll ich aber jetzt? Nicht schlecht. Und danach habe ich es eh wieder vergessen. Du teilst aus, wie du einsteckst. Ja, wenn du wüsstest. Bin so K.O. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Slytherin. Danke, Professor Hackett.
Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Okay, na, an der Stelle das war genug Aufregung für heute. Hoffe ich mal, dass die ganzen Klassenübungen nicht so Tutorial Lessons werden wie das jetzt hier, sondern dass da auch ein bisschen interaktiver noch was kommt, mit ein bisschen mehr Tiefgang. Das wäre irgendwie schön, wenn man halt irgendwo dieses Schulfeeling drin hat. Okay, da komme ich nicht rein. Aber sonst, ich muss sagen, ich erkenne den Raum wieder. Also vom Film her, wirklich cool gemacht. Also Wiedererkennungswert ist auf jeden Fall da. So, mit dir kann ich quatschen. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber Dankeschön. Vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Ja, nicht direkt. Ich habe schon oft mit meinen... Nö, das ist eine Lüge. Was war das untere? Doch, war es. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so, aber mich täuschst du nicht. Magie erfordert Willen und Talent. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Nö. Ungenehmigt? Ich weiß ja nicht. Die Schulregeln gibt es aus gutem Grund. Ja, damit Schüler im Dunkeln. Wäre nicht meine Antwort gewesen, jetzt anders formuliert. Auf so viele sind wir angeblich nicht vorbereitet. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Ja, der Punkt ist, vielleicht was man halt... an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Dann bis okay. bald. Damit haben wir schon mal die Eintrittskarte. Ich meine, das mit der Bibliothek wäre schon mal interessant. Aber einfach mal so duellieren. So, wo ist denn die eigentliche Klasse, wo ich hin wollte? Ist ja im gleichen Trakt hier. Es scheint oben zu sein. Schlürfen auch synchron? Tatsache. Okay. Ich muss noch höher gehen. Alter, das ist die Architektur. Das ist echt schlimm in dem Spiel. Ja, jetzt soll ich hier entlang gehen. Also... Ihr schaut das Ganze näher in 30 FPS. Und ich muss sagen, mit der 4090, ich meine, das ist eine schlechte Referenz, aber die Durchschnitts-FPS, weil das sind zwischen 40 und 60 FPS momentan. Wir waren aber noch nicht draußen. Aber die Grafik ist eine Wucht. Also wer jetzt hier vielleicht einen Teil verpasst hat, der schaut sich die Folge später auf YouTube nochmal an. Da kommt das Ganze noch auf 4K und höchste Qualität raus. Ich kann das leider nicht so streamen, das wäre dann zu viel für den Rechner, aber das ist der Wahnsinn.
Professor Ronan redet gerne viel. Sieht auch aus wie Dumbledore. Manche von uns wollen sogar, dass er nicht zum Thema zurückkehrt. Angeblich soll in einem Dorf bei Hogsmeade eine ehemalige Aurorin leben. Nach jahrelangen Kämpfen wäre mir wohl auch nach etwas Ruhe. Thomas Brown weiß mehr über Bücher als jeder andere. Abgesehen von Madame Gribner vielleicht. Oh, einfach mal dastehen und den Leuten zuhören. Moment mal, den Raum kenne ich doch auch. War das nicht im allerersten Harry Potter Teil? Der Raum hier? Aber schön. Okay, starten wir mal. Was kriegen wir hier? Hier. Hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Natty. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du den Professor Ronan schon? Beginnen wir. Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie in den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Okay, wieder lernen. Dann machen wir mal. Einmal Halbkreis. Etwas aus der Hand nehmen. Akio. Ja, das war ja einfach. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Ist das eine gute Idee? Aber okay, mal sehen. Das war jetzt eine ziemlich kurze Einführung. Aber ich bin zum Beispiel schon gespannt, was rundherum von Hogwarts noch so alles. Ja, Mann. Oh Mann, wir sind erstmal 2 Stunden in Hogwarts Legacy drin und es, wir haben schon so viel gesehen. Und es war nur so ein Bruchteil. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Warum fängt ihr nicht unseren Neuzugang an? Kurzum, so. Verzaubern Sie die Kugel und lassen Sie. Wunderbar. Jetzt nicht. Nun stellen Sie es sich vor. Aber statt genau so.
Okay, alles klar. Sehr gut. Okay. I see. Jetzt? Sehr gut. Punkte für Slytherin. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Ja, bitte. Kommen Sie. Ja. Oh. Ihre Farbe ist blau, okay. Genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Okay, Wetten abschließen. Gebe ich das oder gebe ich das nicht? Jetzt in den Chat. Okay. Der erste... Nein! Auf 50. Okay. Holy shit. Vielen lieben Dank für den Follow. Nein. Oh, okay. Scheiße. Ich glaube, ich muss länger ziehen. So, dann. Ah, das ist immer noch zu wenig. Großartig. Shit. Ja! Emma ist weiter. Na bitte. Sehr geil. Okay, länger ziehen. Komm, 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 komm. Yes! Nochmal 50. Ausgezeichnete Kontrolle. Sehr geil. Sehr cool. Und das fürs erste Mal. Wir es doch ein wenig interessanter machen. Oh. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Das ist spannend. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Aber ist machbar. Die ist schon wieder auf 50. Ist ja klar. Na komm. Ah, fuck. Genau so. Komm. Gut zu. Na, und kommt sie weg? Yes! Ich dachte, ich hätte es. Sehr geil. Na komm, warte, wenn du vorbeiziehst. Komm, 50, 50. Komm, 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 komm. Sehr beeindruckend. Ah. Nice. Na dann los. Ja, komm. Genau, ah, shit. So wird das gemacht. Aber so gut wie gewonnen. Tag hier. Yes. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Sehr gut. Alle beide. Gute Arbeit. Ja, danke schön. Ist aber ein witziges Spiel. Gefällt mir. Und die erste größere Ladesequenz hier. Oh. Ah, okay. Wieder im Klassenzimmer. Sehr gut gespielt. Ich muss gestehen, dass ich dich wohl unterschätzt habe. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Ich werde mich behaupten. Vielen Dank, aber ich werde mich schon behaupten. Ich schätze dein Selbstvertrauen. Ich bin kurz vor meinem vierten Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Hm.
machen wir mal das hier. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Hm, größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Ist da. Zauber ohne Zauberstab sind bestimmt wesentlich schwächer als die mit einem Zauberstab. Nein, ganz und gar nicht. Ohne Zauberstäbe gewirkte Magie ist genauso mächtig. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Schön. Ja, wie sieht das da unten eigentlich aus? Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss, als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Ja, und wie groß? Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Also wenn es die größte Schule ist, was wäre dann so die Referenz? Also um wie viel größer dann? Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Na, dann machen wir das doch. Was gibt's denn? Wenn magst. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Sie haben sich gut geschlagen und sogar die begabte Miss Onei übertroffen. Vielen Dank, Professor. Das hat Spaß gemacht. Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.